Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier, wo sind wir hier nochmal? Genau, in Elin hier. Und hier die Magiergilde, die hat ja noch ein Item, das wir haben wollen aus Ebenerz. Wir brauchen aber noch 20.000 Gold. Wir haben ja schon mittlerweile die Ebony Battle Axe und den Ebony Torg. Weil wir brauchen noch den restlichen Scheiß hier. Aus Ebenerz am besten. Ja, dachte ich. Wir gehen nochmal raus hier. Genau, Richtung Norden. Da war ein Ausgang. Und suchen uns noch ein paar Dungeons, damit wir nochmal 20.000 hier zusammensparen können. Und uns den anderen Gerätschafter, Ausrüstung aus Ebenerz auch noch holen können. Weil ich glaube, dass ich hier erst einmal falsch laufe. Und ich glaube, die 20.000 Gold, die schaffen wir noch zusammen und so. Und dass die Ebenerz-Rüstung die beste hier bisher ist. Ich habe jetzt aber auch keinen Plan, so ob es auch bessere gibt oder so. Bisher noch keine gefunden. So, hier haben wir einen Ausgang. Suchen wir mal hier den ein oder anderen Dungeon. Den waren wir ja letzte Folge. Oder vorletzte. Ja, vorletzte Folge erst rein und letzte Folge dann wieder rausgekommen. Und dann wurden wir auch zufälligerweise auch auch überraschenderweise von den Schergen von Jagatan hier attackiert. Also, der hat uns schon angedroht, uns zu, uns irgendwelche Schergen oder so zu schicken, damit wir draufgehen. Aber wir brauchen wieder einen Dungeon, da haben wir eins. So. Und rein mit uns. Mal sehen, wie viel wir hier schaffen. Ja, okay. Sieht übersichtlich aus. Okay, keine Ahnung, was das hier ist. Oh, guck mal. Gold. Sonst gibt es hier gar nichts, ne? Nö, gibt uns nichts. Boah. Digga, nein. Was ist das denn? Von dem hier irgendwo was mitnehmen? Gar nichts. Aber der hat uns richtig dezimiert. So, wie sieht's hier oben aus? Ja, okay, wir könnten einmal geradeaus. Dann hier rum, so, da einmal gucken, hier einmal gucken, da einmal gucken, da einmal gucken und dann wieder rufen. So, Plattnell.
Ich hoffe, es kommen jetzt nicht wieder solche Geister oder was auch immer das war. Ja. Hatte nichts. So, okay, dann noch ein bisschen weiter Richtung Süden. Oh, wieder Gold. 23, aber naja. Besser als gar nichts. Das ist interessant. Hier gibt's nichts. Das macht mich ein bisschen. Och, ich dachte schon. Ich dachte schon, das wären Augen. Ich dachte schon, das wäre wieder dieser Geist. Hier Gold. 89? Besser als nichts. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Können wir hier straight durch? Ich habe da wieder was gehört. Ich glaube, sobald wir unten sind, ist er direkt wieder vor uns. Oh, da geht es noch weiter höher. Was ist das denn für ein Raum? Wieso kommt man da nicht hin? Jo, Gold. 90. Ah, sind wir hier rum zuerst. Okay. Geht auf. Ich wollte es eigentlich andersrum machen. Gold. Gehen wir da wieder. Oh. Wo kommst du denn her? Oh, ein Schlag down. Nice. Und 24 Gold. Immerhin. Der hatte nichts. Ah, nur 13, aber auch besser als nichts. Mhm. Okay, dann geht's hier noch irgendwo hin. Gold. 8 Gold. Macht mich schon ein bisschen traurig, dass nur so wenig ist. So, in welchem? Ah, in dem Raum sind wir. Dann wollen wir hier noch rein. Ich habe so das Gefühl, dass hier vielleicht irgendwie eine geheime Tür ist. Wahrscheinlich eher nicht. Aber hier vielleicht hoffentlich. Oh. Schnell heilen, heilen. Der ist nach oben geflogen. Woher kommst du jetzt? Können wir alles mitnehmen? Vielleicht nochmal einen Heiltrank. Dann noch den Raum und den da. Und dann können wir hier einmal so drumherum und dann wieder so rein. Haben wir auch nichts verpassen. Da kommt irgendwo wieder was. Oder nicht? Gold. Okay. So, und jetzt hier oben. Gibt es nur diese beiden und diese beiden.
Wir gehen zuerst hier rein. You are cursed. Wer hat mich verflucht? Du? Schönen Ausschnitt hast du auf jeden Fall. 19 Gold. Lecker Backler. Warte mal. You are cursed. Okay, ich muss mich heilen lassen. Keine Ahnung, was für Auswirkungen dieser Fluch jetzt auf mich hat. Ist das die richtige Tür? Ja. Immerhin noch einer. Ein 90 und Platten Dings hier. Hat sich gar nicht gelohnt hier. So, genau, jetzt nach Norden. So, sorry, dass ich kurz pausieren musste. Ich hatte aber gerade einen richtig ekelhaften Hustenanfall, weil ich mich verschluckt habe. So, und jetzt nochmal den Weg zurückfinden, genau. Durch. Den war das? Ne, falsch. Andere Seite. Oh, wieder Gold. Und Crystal. Crystal Meth. Nice. So, und hier war der Weg raus. Ja, links und dann hier. Ich hatte ihn eigentlich angeklickt, aber egal. Oh, ist schon Nacht. Ja. So. Das heißt, wir müssen wieder nach Süden. Na, wer weiß aber, was uns noch in der Nacht hier besuchen kommt. Und wer weiß, wie viel Geld wir für das Zeug jetzt kriegen, was wir hier gefunden haben. Wer weiß, vielleicht ist ein Gegenstand wieder 18.000 wert. Boah, wie dunkel es auf einmal wurde. Jetzt wieder ein bisschen heller. Und da ist die Stadt. Ich glaube, da war der Eingang, oder? Ah, Stadteingang zu finden, ist echt doof hier. Wo kommst du denn? Gold, immerhin. Ah, okay, den kann ich nicht mehr mitnehmen. Den auch nicht mehr. Okay. Aber wir brauchen den. Wo ist denn jetzt die Tür? Da bin ich schon dran vorbeigelaufen und hab's nur nicht gecheckt. Da haben wir's. So. Na, jetzt müssen wir erstmal eine Taverne finden, damit wir übernachten können.
Hier wird gehört. Ah, ich hoffe, dass da ist eine Taverne. Ne, ist ein Waffenladen. Du, sag mal, wo ist die nächste Taverne? Nearest Inn. I'd be easier if I just showed you. Perfekt. So. Dancing Dagger. Und, achso, das hier war auch Taverne. Oh. Ich will den Zivilisten hier nicht aus Versehen noch abmurksen. So. 24 Gold immerhin. Hatte nicht gesagt, hier ist eine Taverne. Da ist sie. Können wir einstecken und rein. So. Moin, ich hätte gern einen Raum. Nacht, ja. Eine. Ja, geht klar. Und dann. Warte. Wie spät haben wir es? Wir haben es 6.32 Uhr. Das heißt, wir können. Wir können einfach mal jetzt 12 Stunden pennen. Und wo ist denn der Ausgang jetzt? Jo, wie groß ist denn hier? Wird das hier jetzt raus? Da ist der Ausgang. Was ein früher Morgen. Schöner Morgen. Die frische Luft. So. Hier kommen wir nicht dran vorbei. Da. Ne, da ist wieder eine Taverne. Wir rufen Waffenladen. Taverne. Da ist eine. Jo. Sag mal, was gibst du mir für die Dinger? 15 Gold, okay, schade. Und was gibst du mir dafür? Wir sind zumindest wieder bei 5000. 30 Gold, okay. Was gibst du mir dafür? 11 Gold. Okay. Was gibst du mir für die Kettenstiefel? 22 Gold, okay. Was gibst du mir für den Lederkürass? 18 Gold, okay. Und was gibst du mir für den Kettenkürass? 37 Gold, okay. Was gibst du mir für das Leder hier? 11 Gold, okay. Oh, wir haben zweimal links. Warte. Nee, nicht den. Dann müssen wir den anderen. 33 Gold. So. Ketten. Schulterdings. Jetzt Gold, okay. Was gibst du mir dafür? 22 Gold. Hm. 60 Gold, immerhin. Ein Wackler? 6 Gold. Wunschschild? 15 Gold. Ah. Wäre mir lieber, wenn wir da schon doch ein bisschen mehr kriegen würden. Gold.
Ja. Dolch, ein Gold. Kurzschwert, 2 Gold. Wow. Für den bitte mehr. Oh, 7 Gold. Hier. Köste 627 Gold. Immerhin. So, brauchst du noch Stamina, brauchst du noch Fett. Ja, mehr haben wir hier nicht. Aber mal gucken, was er hier hat. Vielleicht kriegen wir hier auch noch irgendwas Gutes. Adamantium Buckler. Ich habe keine Ahnung, wie gut das ist. Adamantium. Er hat hier auch irgendwas. Short Ball of Will, Short Ball of Frost Resistance. Ja. Ja, okay. Hat sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. So, im Norden war der Ausgang. Gehen wir noch mal raus und gucken uns mal vielleicht, ich würde sagen, ein bisschen westlich der Stadt um. Wo ist denn jetzt der Ausgang? Ah, bin schon lange dran vorbei. So. Und wieder raus. Dann gehen wir mal in Richtung Westen. Ah, schöne Sonnenaufgang da vorne. Gibt's hier denn vielleicht ein Dungeon? Gibt auf jeden Fall jede Menge Bäume hier. Sieht bisher nicht so danach aus. Aber ich würde sagen, wir machen uns dann in der nächsten Folge weiter Richtung Westen auf den Weg und suchen den nächsten Dungeon. Boah, die hat mich jetzt erschrocken. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.